Moin Leute und willkommen zurück zu einem Unboxing-Video. Ja, und zwar, nein, nicht von meinen 3DS, sondern mit einem vierten 3DS. Und zwar von Japan importierter Persona Q Shadow of the Labyrinth 3DS LL, also XL, wie man es eben gerne hat. Ja, eben wie gesagt von Japan importiert, nur um dieses Spiel zu spielen. Also jetzt momentan gerade, später kommt dann zum Beispiel noch Dragon Quest 10 Online oder Final Fantasy Explorers, welche ich dann natürlich auch von Japan importieren, also ich habe sie schon vorbestellt. Ja, diese drei Spiele sind eigentlich der Hauptgrund, wieso ich mir den hier geholt habe. Jetzt kommt etwas, was eigentlich völlig beschissen ist, was ich gemacht habe, aber das ist mir völlig egal. Denn in etwa 2 oder 3 Wochen kommt der New 3DS, auch von Japan importiert. Also habe ich diesen hier eigentlich wirklich nur geholt, um dieses Spiel hier 2 Wochen früher zu spielen. Naja, fuck Logic, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt trotzdem hier mit Persona Q für den 3DS, die Limited Edition. Und den tun wir jetzt einfach ganz einfach unboxen. Also wenn es wirklich so einfach wäre, ja, geht doch. Und wenn ihr den Preis wissen, es ist sogar Retail. Ups. Okay, das wusste ich jetzt nicht mal. Ich dachte, das kommt digital. Das ist ja noch geiler. Dann haben wir ja 2 Spiele zum Unboxen. Aber das kommt dann erst später. Zuerst das geilste von allen. Also hier in der Box hat es nichts mehr. Das kann weg. Du kannst noch mal. Dann kommst du eben so raus. So, dann haben wir den hier. Alter, das sieht ja mal richtig geil aus. Le Grimoire du Coeur oder Sir. Also das Coeur heißt ja Herz, aber keine Ahnung, was mit Le Grimoire gemeint ist. Müsste ich mich mal erkunden. Ja. La personnalité change le monde. Also die Personalität wechselt den Mond. Oder so. So, hinten auf dem 3DS haben wir hier all die verschiedenen Persona-Charaktere. Ich bin ehrlich, ich habe bis jetzt nur ein einziges Persona gespielt, und zwar Persona 4 Golden, das auf der PS Vita. Aber es gefällt mir, ja, das war mein PC, und es gefällt mir eigentlich recht, also gefiel mir eigentlich recht gut. Und jetzt, schade, hier sieht es, normal schwarz aus. Der hier zum Beispiel, ja, hier bin ich gerade in einem Spiel. Also das ist der Zelda 3DS hier. Hier ist es zum Beispiel schön goldig. Hier ein schönes Violett wäre nicht schlecht gewesen. Also das wäre noch geil gewesen. Aber naja, auf jeden Fall spielt eigentlich das hier eine Rolle und das sieht richtig geil aus. Also das gefällt mir sehr gut. Jetzt muss ich mal sehen, geht der an? Der geht an. Ja, auf jeden Fall werden wir hier jetzt irgendwie kein Let's Show oder so irgendetwas machen. Back. Auf jeden Fall hätten wir den jetzt angeboxt. Gefällt mir sehr gut. Ein Vergleichsvideo nützt ja hier nichts wie beim normalen 3DS und dem hier. Ja, der 3DS XL von Japan importiert. Persona Q Special Edition oder Limited Edition. Wie auch immer. Gleich hier. So, dann kommen wir zu etwas eher Uninteressantem, was wir gratis dazu bekommen haben. Einen 3DS XL Pouch Cover. Oder so irgendetwas hieß es. Ja gut, es ist auf jeden Fall größer als der hier, wo ich meine über 50, also hier sind noch meine DS-Spiele drin. Habe ich auch etwa um die 30 Stück oder so, keine Ahnung. Hier, also das Ganze habe ich von PlayAsia bekommen, .com, hier, ja.
Und ja, also hier drin hätten wir schön Platz für den 3DS. Also sollten wir auf jeden Fall. So. Haltet sehr schön gut. Und hier oben hätten wir Platz für Spiele oder so. Und das gefällt mir eigentlich schon recht gut. Machen wir den einfach mal hier rein. Zack. Und dem kommt dann auch noch ein zweiter, wenn ich den New 3DS erhalte. Ja. So, dann kommen wir gleich noch zum Spiel. Hier, Persona Q. Gleich mal aufmachen hier und sehen, was sich da drin so schönes verstecken hält. Oder versteckt hält. Ja, whatever. Ich bin ein bisschen aufgeregt, dass ich unbedingt Super Smash zocken will. Unbedingt. So, also Persona Q. Natürlich können wir hier leider nichts reden, lesen. P3 und P4, ich glaube, das sind Charaktere von Persona 3 und Persona 4, sind hier enthalten. Und der Rest kann ich leider nicht lesen. Komm, geh auf. Was ist das da? Keine Ahnung. Dann hätten wir hier das Spiel. Einfach und schlicht gehalten, Persona Q. Und auch keine Ahnung, was das hier ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, und hier hätten wir einfach die Spieleanleitung oder whatever. Leider kann ich das Ganze nicht lesen. Also wenn es Audio-Dub hat von dem Japanischen halt, dann werde ich ein bisschen verstehen können, aber auch nicht allzu viel. So, dann kommen wir zu Super Smash Bros. For Nintendo oder for 3DS. Ja, auch das hier machen wir mal schön auf. Zack. Also, wenn es euch noch interessiert, die Demo habe ich jetzt zu diesem Moment etwa gut 6, also ganz bestimmt 6 Stunden gezockt. Ich bin mir nicht sicher, ob es bereits bei 7 ist, aber auf jeden Fall mindestens 6 Stunden. Ja, also auf der Rückseite sieht man hier einfach mal ganz viele Charaktere hier oben und hier. Wie das Kämpfen so ist, hier auf diesem Bild. Hier ist auch noch etwas 3DS und Wii U Version und Mi hier in der Mitte. Weiß auch nicht genau, was mit dem genau gemeint ist. Hier sieht man einfach, dass man verschiedene alternative Kostüme für Charaktere hat. Hier also Mario zum Beispiel. Und dass man auch Mis customizen kann. Und was haben wir hier? Ja, der Smash-Run wird hier einfach gezeigt. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. So, also was ich mal zu den japanischen Hüllen sagen muss, ist, dass sie relativ schwer aufzukriegen sind. Auf jeden Fall haben wir hier den oder der, ja, das 3DS-Cartridge. Und hier wieder das gleiche wie vorhin. Nichts, was wir lesen könnten, außer hier einfach mal ein paar Angriffstipps. Oder Angrifftipps, also wie man angreifen kann, ausweichen, Special Attacks etc. etc. Ja, dann war es das eigentlich mehr oder weniger für dieses Unboxing. Also was wir bekommen haben, ist jetzt hier diese zwei Spiele und natürlich den wunderschönen japanischen 3DS XL. Yeah. So, aber ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also zu Persona Q werde ich mal wahrscheinlich ein Gameplay-Video hochladen, aber heute wird definitiv das hier gezockt. Bis ich nicht mehr mag. Ja. Ja, dann würde ich mal meinen, das war's mal wieder von meinem Unboxing hier. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr um einen über ein Like freuen, über einen Kommentar oder auch ein Abonnement. Und ja, viel mehr dazu kann ich gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!